Hallo, einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 26. November 2015 mit der Nummer 733. Einzigartiger Mensch. Bei mir funktioniert das nicht. Standardisierte Ernährungsempfehlungen führen bei vielen Menschen einfach nicht zum gewünschten Erfolg. Woran das wohl liegt, dokumentierte nun eine Studie. Die Veränderungen des Blutzuckerspiegels durch bestimmte Lebensmittel sind demnach höchst individuell. Was dem einen gut tut, kann für den anderen schlecht sein. Den Forschern zufolge sind deshalb Strategien zur Entwicklung personalisierter Ernährungsempfehlungen gefragt. Kanada, Welt. In vielen Regionen der Erde sinken nach Forscherangaben die nutzbaren Grundwasservorräte. Tom Gleason von der University of Victoria in Kanada und Kollegen veröffentlichten im Fachjournal Nature Geoscience einen aktuellen Überblick über das Grundwasser. Die Wasservorräte, die sich regelmäßig innerhalb von 25 bis 100 Jahren wieder auffüllen, seien eine begrenzte Ressource und zudem regional höchst unterschiedlich verteilt, schrieben die Forscher. Es sei bereits bekannt, dass die Wassermenge in vielen wasserführenden Schichten abfalle, kommentierte Gleason in einer Pressemitteilung. Wir nutzen unsere Grundwasserressourcen zu schnell, schneller als sie erneuert werden können. Darf ich mal ein kleines bisschen lächeln? Warum das hier nicht regnet und wer die Verursacher sind, dass es in manchen Regionen überhaupt nicht mehr regnet, das wissen wir ja bereits. Weltwirtschaft. Dieser Markt sieht katastrophal aus und die Frachtraten spiegeln dies wider, warnte einer der weltgrößten Schiffsmakler. Aber während sich alle Schlagzeilen dem Baltic Dry Freight Index widmen, der vergangene Woche auf ein Allzeittief gefallen ist, sind es die Daten hinter der Schlagzeile, die wirklich erschreckend sind. In einer Zeit normalerweise saisonal starkem Frachtaufkommen und demnach starken Welthandel berichtete Reuters, dass die Spot-Frachtraten für den Containertransport von Asien nach Nordeuropa allein innerhalb der letzten drei Wochen um unglaubliche 70% eingebrochen sind. Diese fast beispiellose Abweichung von der Saisonalität hat es bisher in dieser Größenordnung nur einmal vorher gegeben, 2008. Es sieht furchteinflößend für den Markt aus und es macht nicht den Anschein, als wenn es in nächster Zeit im Markt irgendeine Belebung geben wird. Wird's auch nicht, gebe ich Brief und Siegel. VSA. Die Energy Information Administration berichtete heute die wöchentlichen Daten zu den Rohöllagerbeständen auf Wochenbasis für die VSA. In der Woche zum 20.11.2015 stiegen die Rohöllagerbestände um plus 0,961 Barrel pro Tag zur Vorwoche. Die VS-Rohölförderung sank um minus 0,017 Barrel pro Tag zur Vorwoche auf 9,165 Millionen Barrel pro Tag. Nach 9,610 Millionen Barrel pro Tag zum Hoch von vor 24 Wochen. VSA Flüchtlanden. Der blutige Terroranschlag am 13. November 2015 in Paris wirft auch lange Schatten in die VSA. Während VS-Präsident Obama vor Wochen noch syrische Asylanten in die VSA transferieren wollte, kommt aus der Bevölkerung und der Mehrheitsfraktion im VS-Kongress steigender Widerstand. Aktuell wollen lediglich 28% der VS-Amerikaner die ins Auge gefassten 10.000 Syrer ins Land lassen. Immerhin 53% der Befragten sagen ein klares Nein zur Aufnahme syrischer Asylanten. Weitere 11% wollen lediglich Christen ins Land holen. Washington, VSA. Die gefährlichsten Passagen des Pentagon-Handbuchs zum Kriegsrecht sind die Kapitel, in denen auf andere Rechtsgebiete Bezug genommen wird. Nach dem Handbuch steht das Kriegsrecht über allen anderen Rechtssetzungen, auch über den internationalen Verträgen zu den Menschenrechten und über der VS-Verfassung.
Dieses Handbuch macht also den Weg frei für die Verhängung des Ausnahmezustandes, die Aussetzung der Verfassung und die Errichtung einer Militärdiktatur. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 6. Buenos Aires. Argentiniens neu gewählter Präsident Macri hat unmittelbar nach seiner Wahl den Schulterschluss mit Venezuelas rechtsgerichteter Opposition gesucht. In einer Stellungnahme kündigte er an, Venezuelas Ausschluss aus dem regionalen Wirtschaftsbündnis Gemeinsamer Markt des Südens, also Mercosur, zu beantragen. Guatemala, El Salvador, Honduras. Hochtechnisierte Grenzanlagen auf ihrem Weg gen Norden, verschwundene Migranten, Deportationen in ihre Herkunftsländer halten sie nicht auf. Die Hunderttausenden, die sich jährlich aus Guatemala, El Salvador und Honduras auf den Weg in Richtung Mexiko und USA machen. Darunter sind immer mehr Frauen allein oder mit ihren Kindern. Frauen fliehen auch wegen erlebter sexualisierter Gewalt, häusliche, im privaten Umfeld und durch Sicherheitskräfte oder durch Mitglieder von Banden, den sogenannten Maras. Leider. Syrien, Russland, Türkei. Das russische Verteidigungsministerium verkündete, der russische strategische Kreuzer Moskwa bringt seine Luftabwehrsysteme fort in Stellung und hat den Befehl erhalten, alles abzuschießen, was für die russische Luftwaffe von Gefahr sein könnte. Alle militärtechnischen Verbindungen und Gesprächslinien der russischen Armee mit der Türkei werden für beendet erklärt. Alle russischen Bomber werden ab nun unter Geleitschutz von russischen Luftüberlegenheitsjägern begleitet, die jeden feindlichen Kampfjet abschießen werden. Das finde ich endlich mal eine richtige Reaktion. Es muss ganz einfach hier mal, es müssen die Zähne mal gezeigt werden. Türkei. Nach dem Abschuss des russischen Bombers Su-24 hat der türkische Generalstab gleichzeitig 18 Kampfjets auf Patrouille an der syrischen Grenze geschickt und auch Panzer in die Region verlegt. Klar, sie geigeln weiter. Sie wissen sonst nicht, was sie noch vor Dummheit machen sollen. Es muss ja zum Krieg kommen, damit sie sich wieder finanzieren können. Garme Gangster. Ankara, Syrien. Ankara versetzt die Armee in Alarmbereitschaft. Angesichts der jüngsten Eskalation mit Russland, will die türkische Regierung nun in Syrien neue Tatsachen schaffen und mit Söldnern einmarschieren. Herr Erdogan, ich glaube, irgendwo fehlen sie bei Ihnen mittlerweile alle. Im Brief an die VN erklärte die türkische Regierung, dass der IS von syrischem Boden aus mehrere Angriffe und Anschläge auf die Bevölkerung der Türkei verübt habe und die syrische Regierung nicht fähig sei, diese Angriffe zu verhindern. Deshalb werde die Türkei gemäß Artikel 151 der VN-Charta nun alles Notwendige unternehmen, um die Sicherheit der Türkei zu gewährleisten. Also ich hatte es noch nicht gehört, dass die Türkei bis jetzt angegriffen worden wäre. Beijing, BRID. Bei dem 13. deutschen Menschenrechtsdialog, der am Dienstag in Beijing stattfand, dabei wurden die aktuellen Fortschritte im Bereich der Menschenrechte sowie bestehende Meinungsverschiedenheiten und gesetzliche Garantien diskutiert. Der Dialog thematisierte auch die Flüchtlingskrise in Europa, das Problem der Fremdenfeindlichkeit sowie polizeiliche Machtmissbräuche in Deutschland. Beijing. Der chinesische Premierminister Li will die Zusammenarbeit zwischen China und Zentral- und Osteuropa in den kommenden 5 Jahren durch Investitionen in die nächste Phase bringen und zusätzlich Rohstoffe im Wert von 9,5 Billionen Euro importieren. Moskau, Türkei. Laut Einschätzung des russischen Außenministers Lavrov handelt es sich bei dem Abschuss der Su-24 durch das türkische Militär um eine geplante und absichtliche Provokation. Das hat er auch richtig erkannt. Der russische Chefdiplomat hinterfragte zudem, dass die NATO ebenso wie die EU es versäumten, Russland gegenüber ihr Bedauern und Beileid für den Verlust von russischen Menschenleben im Zuge des Abschusses zu bekunden. Tja, aber in Paris haben sie alle getrauert und geweint. Um russische Menschen scheint es nicht schade zu sein. Abartig.
Wir haben ernsthafte Zweifel, dass dieser Abschuss unabsichtlich geschah. Es sieht sehr nach einer geplanten Provokation aus. Der Meinung bin ich auch. Moskau, Ankara. Der Außenminister der Türkei hat seinen russischen Amtskollegen Lavrov angerufen und diesem sein Mitgefühl im Zusammenhang mit dem Absturz des russischen Flugzeuges, welches durch ein türkisches Flugzeug abgeschossen wurde, übermittelt. Der russische Außenminister kommentierte: Wir haben auf diese Erklärung der türkischen Seite gestern gewartet und auch auf höhere Ebene. Doch lieber spät als niemals. Moskau, Istanbul. Nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeuges im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat sich die ohnehin schon gespannte Lage in der Region nochmals verschärft. Sowohl die VN als auch die NATO, dessen Mitglied Türkei das Kampfflugzeug abgeschossen hatte, äußerten sich besorgt über eine mögliche Eskalation. Moskau. In die russische Staatsduma, also das Parlamentsunterhaus, wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der das Leugnen des durch die Türkei begangenen Genozids an den Armeniern 1915 unter Strafe stellt, wie der Fraktionschef der Partei Gerechtes Russland am Mittwoch mitteilte. Moskau, Ukraine. Russische Gaslieferungen an die Ukraine seien eingestellt worden, bis neue Zahlungen des ukrainischen Staatskonzerns Naftogaz eingegangen seien, teilte der Gazprom-Chef Miller mit. Heute um 10 Uhr morgens hat die ukrainische Naftogaz die im Vorfeld bezahlten Mengen russischen Gases vollends bezogen. Weitere Vorauszahlungen sind nicht eingegangen. Ein Antrag auf Gaslieferungen von Seiten der Naftogaz liegt nicht vor. Daher werden Lieferungen angehalten, bis neue Zahlungen vom ukrainischen Unternehmen eingegangen sind, hieß es in der Mitteilung Millers. Vorher schloss der russische Energieminister Novak nicht aus, dass Moskau als Reaktion auf die Einstellung der Stromversorgung der Krim Steinkohlelieferungen an Kiew anhalten könnte. Kiew, Russland. Der ukrainische Premierminister Yatsenyuk erklärte, dass die Ukraine auf die Verhängung des Lebensmittelembargos durch Russland mit einem gleichen Schritt reagieren wird. Die Ukraine hat es wieder nötig, scheint's. Russland hatte am 18. November erklärt, dass es per 1. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem Beitritt der Ukraine zur freien Handelszone der EU ein Lebensmittelembargo über die Ukraine verhängen wird. Die Ukraine reagiert mit gleichem Schritt ebenfalls per 1. Januar 2016. So ein albernes Gespiele da, so ein alberner Blödsinn. Aber wir wissen ja, von welchen Vasallen das gelenkt und gesteuert wird. Kiew, Russland. Der ukrainische Premierminister Yatsenyuk, unterstrich gestern gegenüber der Presse, nicht Gazprom habe die Entscheidung getroffen, kein Gas mehr in die Ukraine zu liefern. Es sei im Gegenteil die Kiewer Regierung gewesen, die sich entschieden habe, kein Gas mehr in Russland zu kaufen. Gleichzeitig verkündete er die Entscheidung, allen russischen Flugzeugen den Überflug über ukrainisches Territorium zu verbieten. Den fällt immer mehr doofer Blödsinn ein. Also ich weiß es nicht. Die Vasallen eben. Ob sie damit sich was Gutes tun selbst, sie schießen sich eigentlich meistens selbst ins Knie. Griechenland, Türkei. Der Türkei reichte offenbar ein kleiner Streifer beim türkischen Luftraum aus, um einen russischen Kampfbomber vom Himmel zu holen. Die Griechen hätten deutlich mehr Gründe dafür, türkische Jets abzuschießen. Von 2008 bis 2014 hat die türkische Luftwaffe insgesamt 8.693 Luftraumverletzungen in Griechenland begangen. Ganze 2.244 davon allein im vergangenen Jahr. Davon spricht wieder keiner. NATO, Türkei, Russland. Die NATO ist hypernervös, weil sie merkt, im Falle eines russischen Sieges in Syrien kommt die Wahrheit über das Verhältnis des NATO-Mitglieds Türkei zum islamistischen Terror IS ans Licht. Wenn die Flüchtlinge zurückkehren können, fehlt Herrn Erdogan plötzlich das Faustpfand für seine Erpressung. Es ist eindeutig, wer in diesem Konflikt ein Interesse an einer Eskalation hat. Brüssel, EU. In der EU gibt es bekanntlich viel zu tun, deshalb konzentriert sich Brüssel nur auf das Wichtigste. So zum Beispiel
eine neue Adventskerzenverordnung. Na, typisch Brüssel. Höhe, Breite und Flamme. Auch die Vorweihnachtszeit muss ich dem Diktat aus Brüssel beugen. Und ich darf wieder lachen. Die scheinen nichts anderes zu tun zu haben, um die Bevölkerung zu verblöden. Bei aller Freundschaft. Warschau. Nach den Anschlägen von Paris und den Ereignissen in Brüssel gab Polen nun offiziell bekannt, keine Flüchtlinge mehr ins Land zu lassen. Die Sicherheit der eigenen Bürger habe oberste Priorität, das möchte ich mal von Frau Merkel hören, wird von der neuen Regierung immer wieder betont. Deshalb wurde jetzt die Zusage zur Aufnahme von Asylanten wieder zurückgezogen. Und das ist vollkommen richtig so. Paris, EU. Nach den Anschlägen von Paris hat Frankreichs Ministerpräsident Valls an Europa appelliert, umgehend den Zustrom von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten zu stoppen. Wir können nicht noch mehr Flüchtlinge in Europa aufnehmen, das ist nicht möglich, warnte der sozialpolitische oder sozialistische Politiker im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Die Kontrolle von Europas Grenzen entscheide über das Schicksal der EU. Wenn wir das nicht tun, dann werden die Völker sagen, Schluss mit Europa. Das war höchste Eisenbahn. Bayern, Österreich. Bundespolizei. Eine Zwischenbilanz der Bundespolizei über ihren Einsatz an der deutsch-österreichischen Grenze. In den 65 Tagen zwischen dem 13. September und 17. November stellte die Bundespolizei im Freistaat Bayern 350.925 Migranten fest. Das Institut für Asylrecht schätzt die Dunkelziffer der illegalen Grenzübertritte nach Bayern und in die anderen Länder auf mindestens das Doppelte. René Schneider sagte, die offizielle Zählung ist nur die Spitze des Eisberges. Zu den in nur 65 Tagen offiziell gezählten 350.925 Personen müssen mindestens weitere 700.000 illegale Einwanderer hinzugezählt werden, die nicht registriert wurden. Es ist einfach nur zum Wahnsinnigwerden hier, was die Mainstream-Medien den Menschen hier verschweigen. Und keiner bekommt es so richtig mit da draußen. Spätestens, wenn sie an ihre eigene Tür klopfen oder klingen. Erfurt. Da sie vom Gesetzgeber verpflichtet sei, Asylanten im Notdienst zu behandeln, das stimmt allerdings, und die Flüchtlinge ihrer Praxis mit einem Sammeltransport zugewiesen werden könnten, das werden sie sogar schon, das weiß ich aus ganz erster Hand, warnt eine Zahnärztin aus Erfurt den Nachbarn vorsorglich vor möglichen Straftaten der Invasoren. Bitte lassen Sie im eigenen Interesse keine Wertgegenstände im Treppenhaus oder Auto liegen. Lassen Sie bitte die Hauseingangs- und Nebeneingangstüren nicht offen stehen. Zudem sei man vom Robert-Koch-Institut und vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz über untragbare Krankheiten informiert worden, heißt es in dem Brief. Und das Schlimme ist, dass die Frau dafür jetzt wahrscheinlich von der Zahnärztekammer, also man sollte den Artikel verlesen, von der Zahnärztekammer wahrscheinlich angezeigt wird, weil sie das so verbreitet hat. Das Allerschlimmste ist, das weiß ich auch als ziemlich nahe Quelle, wenn sie diese Asylanten, Flüchtlinge nicht behandeln oder beziehungsweise auch selbst wenn sie kein Geld dafür bekommen und das nicht abrechnen können und sich selbst nicht impfen lassen, gegen die Krankheiten, die sie alle mitbringen, wird ihnen angedroht, ihnen die Approbation zu entziehen. Ich bin leider nur noch nicht an das Schriftstück gelangt, aber ich arbeite dran. Es wird mir schon eines Tages in die Hände kommen. Das war eine interne Mitteilung an alle Ärzte, besonders Zahnärzte. Die gute Nachricht, wenn das magnetische Feld abgesenkt wird, sehen wir eine gesteigerte Fähigkeit, die Reserven und die Kapazität des menschlichen Gehirns zu nutzen. Und das ist gut. Unter Ausschluss oder Abschirmung von äußeren elektromagnetischen Feldern haben wir nämlich einen Zugriff auf ein Energiefeld, das unserer Realität unterlegt ist, dass, sobald eine Person diesen Zustand einmal erreicht hat, sein Bewusstsein so ausgedehnt bleibt. Probanden, die unter dem Einfluss des abgeschirmten Erdmagnetfeldes standen, wiesen folgende Eigenschaften auf: signifikante Steigerung der intellektuellen Fähigkeiten, höhere Inspirationen, also kreative Fähigkeiten, sowie Steigerung der telepathischen Fähigkeiten. Das ist hochinteressant. Es funktioniert sogar. Und die zweite gute Nachricht. Wie willst du heute dir selbst und deinen Mitmenschen begegnen?
beantwortet dir diese Frage bewusst. Jeder Tag bietet dir viele Fenster der Gelegenheiten, immer mehr und tiefer zu lieben bzw. das Verstehen, Annehmen und Lieben zu lernen, was du bisher abgelehnt und verurteilt hast. Bei jeder Begegnung mit dir oder einem Mitmenschen wählst du unbewusst oder bewusst zu lieben oder zu verurteilen, zu trennen oder zu verbinden, zu verletzen oder zu heilen. Werde dir immer bewusster, dass du bei jeder Begegnung diese Entscheidung triffst, denn in jedem Fall triffst du eine Wahl und für diese und die Folgen bist nur du selbst verantwortlich. Frage dich, wer will ich heute und an jedem weiteren Tag meines Lebens sein? Will ich meine Welt heute bereichern oder ärmer machen? Will ich Freude in die Welt bringen oder Frust? Will ich Frieden bringen oder Krieg? Du hast die Wahl. Triff sie bewusst aus deinem Herzen, denn niemand kann deine Innen- und Außenwelt verändern, nur du selbst. Wenn sich die Dinge in deinem Leben zuspitzen, ruft dir das Leben zu. Mensch, wach jetzt endlich auf und werde bewusster, liebender Schöpfer und übernimm deine Verantwortung und Schöpferkraft. Entscheide neu und bewusst, wer du sein, wie du denken, sprechen und handeln willst. Bis der seiner Schöpferkraft und Liebesnatur noch nicht bewusste Mensch bereit ist für einen entscheidenden Wandel seines Bewusstseins und seiner Lebensweise, bis er bereit ist, wirklich hinzuschauen auf das, was er über Jahre ins Leben gedacht, gesprochen und gefühlt hat und die Sprache des Lebens zu verstehen und zu begreifen. Ich habe das alles selbst erschaffen. Müssen sich die Zustände in seinem Leben zuspitzen, sei es in seinem Körper, seiner Psyche, seiner Partnerschaft oder am Arbeitsplatz. Solange es für ihn noch irgendwie geht, seine alte Lebensweise noch zu funktionieren scheint, macht er in der Regel weiter wie bisher mit den Gedanken, geht schon noch, passt schon. Und den anderen geht's auch nicht viel besser. Diese Haltung ist in diesem neuen Zeitalter nicht mehr lange lebbar. Die Dinge spitzen sich dann zu samt Mangel, Leiden und Schmerz. In diesen Jahren konfrontiert uns das Leben stärker denn je mit unseren eigenen Schöpfungen und ihren Folgen. Es schickt uns Zeichen um Zeichen, jedem Einzelnen. Und es fragt, wann bist du bereit, mir zuzuhören und die Spiegel deines Unterbewussten, dich selbst und andere verurteilenden und lieblosen Denkens und Sprechens in den Zuständen und Ereignissen deines Lebens und deines Körpers zu erkennen? Ignorieren, verdrängen, verleugnen und anderen die Verantwortung zu geben und weiter das Opfer zu spielen, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist Aufwachzeit am Morgen einer neuen Menschheit und Erde, in der der Mensch wieder zum bewussten, liebenden Schöpfer, zum Herzmenschen erwacht und in jedem seine Schwester und seinen Bruder erkennt. Wohl wahr. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen wunderschönen Donnerstagabend und verbleibe wie immer eure Conny vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße an alle. Bis morgen.